Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich ein neues Video für euch. Ach, ich habe noch die Jacke an. Und zwar, ich war heute Morgen arbeiten. Und dann war ich mit meinem Mann, sind wir nochmal nach Hause gefahren. Und, also er hat mich geholt, sind wir nach Hause gefahren. Und, da habe ich mich erstmal umgezogen, weil ich war klatschnass geschwitzt. Und ja, habe ich mich erstmal umgezogen. Ich habe mir hier so ein T-Shirt angezogen gehabt. Und da waren wir einkaufen. Genau. Ich habe mir im Rossmann, da habe ich die 10% Coupon genutzt. Da habe ich mir hier von extra diese Kaugummis geholt, weil ich brauche ein bisschen immer Geschmack im Mund. Ne? Was, ja, wo man drauf rumknatschen kann und so. Dann hat der Rossmann, die habe ich schon eben anprobiert, habe ich meine ausgezogen, hat hier eine neue Mickey Maus Kollektion. Da habe ich mir diese Ohrringe hier geholt. Die sind super schön. Waren auch bis jetzt die einzigsten, die mir gefallen haben. Sind so mit Röschen und so. Die haben mir bis jetzt am besten gefallen, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Oh, ich habe hier noch meine Umhängetasche und mein Geldbeutel drin. Nee. So, dann haben wir noch mal halb voll getankt. Jetzt ist das Auto erstmal voll. Genau. Mein Mann hat sich an der Tankstelle Zigarillos geholt zum Rauchen. Er hatte ein Energy Drink vom Lidl, hat aber schon getrunken. Und er hat sich im Lidl noch mal Tabak geholt für 5,20 € ist sogar teurer geworden jetzt. Ich meine, 5,20 € meine ich. Ja, Tabak hat er sich geholt, genau. Noch irgendwas? Nö. Gut, mir waren die Tage zwischendurch immer mal so ein paar Kleinigkeiten kaufen und hat sich jetzt nicht gelohnt, ein Haul zu machen, ne? So, dann habe ich genau, im Rossmann habe ich noch von Vernell einen Weichspüler geholt mit Wildrose. Langanhaltende Frische, 24 7 Tage, 24 Stunden. Sind 850 Milliliter drin, war für 1,75 € gewesen. Und das muss ich sagen, riecht wirklich, wirklich gut. Und ich liebe ja Rose. Ne? So. Ja, im Rossmann habe ich die 10% Coupon genutzt. Da habe ich nur die Ohrringe geholt von der neuen Disney-Kollektion, die Kaugummis und den Vernell hier. So, dann waren wir im Action. Da hat mein Mann sich hier diese Chicken Jum Jums da geholt. Die kann man auch direkt schon da reinräumen. Dann hat mein Mann sich diese Kekse hier geholt im Action. Ja, der hat schon welche gefuttert, ne? Die hat er geholt. Die schmecken wirklich gut, muss ich echt sagen. Im Nettomarkt waren wir noch kaufen gewesen. Ich habe unterwegs meine geliebten Cabanossi schon gegessen, hier mit Geflügel, weil ich Hunger hatte. Genau. So, mal gucken. Der Lidl hat im Moment für 99 Cent diese Funny Frisch, diese Jumpies im Angebot. Da habe ich die Tage schon mal 2 Tüten geholt. Aber ich habe jetzt noch mal 3 Tüten geholt, weil die sind im Angebot für 99 Cent. Ich hatte, ich meine, vor 2, 3 Tagen habe ich schon mal 2 Tüten geholt gehabt. Genau, weil die sind jetzt im Angebot für 99 Cent. Dann habe ich im Lidl mein Roggenvollkornbrot geholt. Das ist super lecker. So. Dann im Action kam für 99 Cent, meine ich, von Naturfit. Also diese Cracker mit A und D3 mit Honig für meinen Snow White. Die hat zwar noch, aber ich habe noch mal eins nachgekauft. Dann habe ich im Action habe ich für mich hier Tuck mit Paprika geholt. Super lecker. Müsst ihr mal probieren. Dann habe ich mir im Action für, ich meine, 99 Cent eine neue Zahnpasta geholt von Colgate. 100 Milliliter sind da drin. White. Ja, und die ist auch gegen empfindliche Zähne. Weil meine Zähne zwischendurch, da ziehen meine Zähne so komisch. Ich glaube, er kommt von den Weisheitszähnen oder so. Die sind zwar Gott sei Dank bei mir toi 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 rausgewachsen. Ich habe da im Moment keine Probleme. Ich habe sowieso gute Zähne.
Und aber trotzdem, hin und wieder, wenn ich mal so was Heißes oder dann wieder was Kaltes, also was Heißes trinke und was Kaltes esse, dann tut manchmal doch der Zahn mal so ein bisschen weh. Deswegen mit so einer schönen Zahncreme kann man vorbeugen. Dann kam im Lidl für meine Hunde die hier mit Kalb. Die mögen die am liebsten. Dann habe ich im Action für 99 Cent diese Honey und Cinnamon mitgenommen. Teelichter, die waren auch für 99 Cent. Haben eine Brenndauer von 4 Stunden. Sind 12 Stück drin. Oh, und die riechen so richtig schön nach Honig, Zimt. So richtig toll. Kamen die einmal mit. Dann im Wochenangebot für 99 Cent, meine ich, im Action, habe ich mir eine Holzdochtkerze mitgenommen mit Vanille. Vanilleduft. Mit, auch richtig gut, mit so einem Holzdocht. Und das knistert so schön und richtig toll. Jetzt habe ich sie endlich mal bekommen. Na, und auch für 99 Cent. Weil normalerweise kostet die, ich meine, 1,99 oder 1,29. Und ich habe es jetzt für 99 Cent geholt. Genau. Dann für 99 Cent habe ich mir auch diese Diamond Painting, diese Schlüsselanhänger geholt. Einmal mit einem Einhorn. Ja, wir können mal den einen hier ruhig aufmachen. Ich habe mir zwei geholt. Einen machen wir jetzt mal auf. Da kann ich euch das mal zeigen. Aber den anderen lasse ich zu. Na, wo haben wir das denn hier? Nö, 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 nö. So, da ist einmal drin. Ganz normal so ein Stift. Mal wieder rein. Dann haben wir hier weiße Steinchen. Und dann haben wir hier so Glitzersteine. Dann haben wir hier so ein weißes Schiffchen. Habe ich auch noch nicht. Ein Mini-Wachs. Tun wir wieder rein. Genau, dann auch dieser Schlüsselanhänger ist mit dabei. Klar. Und dann ist hier das Ganze dann so zu painten. Ne? Ist so eine Folie dran, die muss man abziehen für einen schönen Schlüsselanhänger. Marie, kommst du bitte mal her? Für 99 Cent dachte ich mir, komm. Die kann ich hier auch an meine Binselbamsel dran machen, an meine Junk Journals und so. Habe ich mir einmal den mitgenommen und einmal habe ich mir, hoppala, und einmal habe ich mir diesen Cupcake hier mitgeholt. Dann habe ich mir für 99 Cent auch diese Stifte mitgeholt. Die sind in Gold, aber mit 2,0 mm, 3,5 mm und 5,0 mm. Genau, die schreiben so in Gold, aber haben verschiedene Schreibstärken von Deko-Time vom Action. Die habe ich jetzt mal geholt, auch für meine Bullet Journal zu beschriften. Dann habe ich hier im Nettomarkt einmal Toastbrot. Also ich sage euch schon mal, im Lidl habe ich 16,92 € bezahlt. So, dann kam im Nettomarkt unsere Knusperdinos mit. 400 Gramm, sind 10 Stück drin. Sind super lecker. Die hatten wir am Ostersonntag, meine ich. Oder? Ich weiß gerade gar nicht. So, dann habe ich im Lidl für 99 Cent frische Erdbeeren mitgenommen. Dann hat mein Mann sich im Action hier zwei dieser, um einzuspannen, hat mein Mann sich zwei die mitgenommen, weil seine sind kaputt gegangen. Dann habe ich im Lidl unsere Mozzarella-Käse mitgenommen. Ich habe zwar noch eingefroren davon, aber ich wollte jetzt einen aufkaufen, deswegen habe ich das mal eins neu gekauft für 2,59 €, weil bei uns gibt es heute frische Pizza. So, dann habe ich im Lidl 10 frische Eier geholt. Das sind diese ganz normalen weißen Eier, 10 Stück. Ja, da kann mein Mann mir morgen früh ein Omelett machen, bevor ich auf die Arbeit gehe. So, dann habe ich im Teddy, habe ich mir für 1 € diese Aloe Vera Pflaster mitgenommen. Da sind 10 Stück drin.
in zwei Größen, 72 mal 19 mm sind 5 Stück und 5 Stück sind 38 mal 19 mm. Aus der Heilkraft der Aloe Vera, Wasser- und Schmutzabweisend, atmungsaktiv und Mikroperforation. Ja, die habe ich mir jetzt nur mitgenommen, weil ich habe jetzt hier so, kriege ich so ein paar Blasen und so. Und ja, deswegen hole ich die mal. Dann habe ich im Teddy für 1 Euro diese Sticker mitgenommen. Sind 9 Stück. Ich weiß nicht, ob die neu sind. Keine Ahnung. Haben mir gut gefallen. Dann für 1 Euro habe ich auch diese Sticker mitgenommen. Da sind aber 11 Stück. Habe ich einmal die mitgenommen für mein Bullet Journal und so. Mein Mann hat sich nochmal Sekundenkleber geholt für 1 Euro. 5 Stück, A2 Gramm, die hat er gebraucht, oder die braucht er. Und ich habe mir einen Designblock geholt, der war von 2 Euro auf 1,25 Euro. 32 Blatt mit 4x8 Design. 14,8 x 21 cm. Das ist einmal dieser Block. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Einmal, zweimal, genau, dreimal sind die Seiten dran. Dreimal, viermal. Ich weiß nicht, ob ich den Block, wie gesagt, schon habe. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen habe ich ihn einfach mal mitgenommen. Und wenn ich ihn schon habe, ist es ja nicht schlimm. Einmal diese. Dann einmal diese. Da habe ich mich so drin verliebt in den Vögelchen. Das ist der Vogel, der auch bei Action immer wieder mal vorkommt und auch bei DM in den Adventskalenderprodukten. So, dann ist der süße Vogel auch nochmal da, auf beide Kätzchen. Und ich wusste nicht, ob ich den Block schon habe, deswegen habe ich ihn einfach mal mitgenommen. Und der war auch reduziert, dann dachte ich mir, komm, nimmst du mal mit. Schad nicht, kann man immer gebrauchen. Und für 1,25 ist das nicht schlimm. Dann einmal so, ist das nicht schön? Das ist doch richtig schön. Moment. Und dann ist das einmal hier so drin. Richtig schön. Genau, das war dieser Block. So, da ist die erste Action-Düte Leo. Dann kam im Nettomarkt auch dieses Toilettenpapier hier mit. Ja. 140 Blatt, 8 Rollen, dreilagig, Toilettenpapier halt. So, ach so, stimmt. Und im Rossmann habe ich mir eine neue Maske geholt für 1,29, 1,49, irgendwie sowas. Und zwar Isana Tuchmaske Wild Ones, limitierte Edition, feuchtigkeitsspendend und glättend. Mit Wildrosenöl, Kabuka Butter und Retinol für jede Haut. Ist vegan. Hergestellt in Südkorea. Ist das nicht süß mit dem Igelchen? Den werde ich mir definitiv irgendwie ausschneiden und dann in meinen Bullet Journal irgendwo mit reintun. Auf jeden Fall werden wir die Maske zusammen testen mal. Mal gucken wann. Soll noch jede Menge kleine Igelchen drauf sein. Die habe ich neu entdeckt. Dann hat mein Mann sich diese Cartiers Ohrirschen geholt im Nettomarkt. Dann hat mein Mann sich im Nettomarkt die geholt. Die waren im Angebot von 89 auf 59 oder 56. Diese Leckermäulchen, Milchquark, einmal mit Stracciatella, 150 Gramm, und einmal mit Erdbeere hat er sich geholt. Genau, dann kam hier einmal unser Hähnchen-Kebab. Fleisch kam hier mit. Für unsere Pizza oder Wraps oder wie wir auch immer was machen. Dann für 1,09 Euro kam für meine Hunde nochmal diese leckere Knochenmix mit. Mit Rind, Karotte, Spinat, Geflügel und Bierhefe. Mit Zusatz von Calcium, Kupfer und Zink. Mit Zusatz von Vitamin A, D3 und E. 400 Gramm und mit Tierärzten entwickelt. Ja, kennt ihr ja schon, gell? Meine Hunde stehen drauf. Dann habe ich einmal hier dieses Roggenbrot mitgenommen.
Dann einmal für 1,49 Mayonnaise im Glas. Dann war auch das Hirschmann für 1,11 Euro. Von Gutland, Frischkäse, Kräuter, Doppelrahmenstufe, Wärme behandelt, ja, 300 Gramm. Einmal dieser Käseaufstrich hier. Dann habe ich hier meine Hunde die mitgenommen. Diese Röllchen hier, die kennt ihr auch schon. Die kosten jetzt keine 56 Cent mehr, sondern 69 Cent. Sancho leckere Kauröllchen mit Lamm und Reisspießkries. Ja, 20 Stück. Die kennt ihr ja auch schon. Wie gesagt, meine Hunde stehen drauf. Im Action habe ich 16,42 Euro ausgegeben. Im Lidl habe ich auch die Lidl Plus App genutzt. Genau. So, da kam mir für meinen Mann diese flämische Leberpastete mit. 125 Gramm. Ich esse die ja nicht. Die schmeckt mir nicht. Dann habe ich hier, die war für 1,29 Euro, manchmal 1,25. Dann für 1 Euro paar zerquetschte Bierschinken kam mit, für 175 Gramm. Dann 200 Gramm Schinkenwurst, war für 99 Cent. Dann habe ich mir für 99 Cent von Ermann Grand Dessert ein Schokopudding mitgenommen. Der ist sehr lecker, 190 Gramm. Dann kam für 1,05 Euro nochmal eine 1,5%ige Milch mit, 1 Liter. Ja, hier hab ich mitgenommen vom Nettomarkt die Pizzateig XXL, 550 Gramm. Frischer Pizzateig, backfertig auf Backpapier. Kostet genauso 1,39 wie auch im Lidl. Gell? Den wollten wir mal ausprobieren. Mache ich gleich. Frische Pizza. Dann für 1,69 kam hier meine Gouda-Käse mit. Das sind so 6-7 Scheiben. Dann die Salami hier. Die Edelsalami. 150 Gramm kostet jetzt keine 1,59 Euro mehr. Die kostet jetzt 1,79 Euro. Wurde teurer. Im Action habe ich endlich für 1 Euro... Zerquetschte. Meine Face Mask Cactus Flower mitgenommen. 75 Milliliter. Dieses hier. Und das riecht ultra gut. So was von. Boah, das riecht richtig geil. So eine Feuchtigkeitskickmaske. Dann habe ich für 69 Cent Aufbackbrötchen, Frühstücksbrötchen mitgenommen zum Aufbacken. In circa 10 Minuten 6 Stück. Ja, morgens, wenn es schnell gehen muss, ne, bevor man arbeiten geht. Zum Frühstücken. Dann habe ich mitgenommen zweimal Thunfisch in Sonnenblumenöl. Den habe ich ja Anfang des Monats. Ja, nee, am 31. März, wo wir kaufen waren. Unser XXXL-Haul, genau. Habe ich ihn auch geholt. Der kostet jetzt dauerhaft 1,19 Euro im Nettomarkt. Und der ist super lecker. Dann habe ich mir mitgenommen hier meinen Orangensaft. Ne? Da sind 1,5 Liter drin. Ja, und ist auch Pfand drauf, aber die bekommt man ja wieder. Und dann habe ich hier zwei Flaschen Cola mitgenommen für 59 Cent jeweils. Und 25 Cent Pfand kriegt man ja auch wieder. Und im Nettomarkt habe ich 34,94 Euro bezahlt. Genau, 34,94 Euro. Im Action waren es 16,42 und im Lidl waren es 16,92 und im Teddy hatte ich ja nur 1 Euro. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 5,25 Euro. Genau. Das war mein Haul. Wenn euch der gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Denkt an die 800 Abonnentenverlosung, die ich ja irgendwann mal raushauen möchte, wenn wir die voll kriegen. Ich hoffe es in nächster Zukunft, dass wir die 800 Abonnenten geknackt haben.
und ich dann einen von euch da draußen glücklich machen kann, weil die Verlosung ist nur für meine treuen Abonnenten, also für meine Abonnenten. Ein Dankeschön von mir für euch zurück. Und ja, dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao!